Wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es ist relativ früh am Morgen, es ist jetzt 8:30. Ich habe schon ein Video geschnitten, da läuft der Mixdown. Und gerade eben habe ich die Kommentare gemacht, ich musste echt lachen. Hat jemand geschrieben, du sollst weniger Highlighter auf die Nasenspitze drauf machen. Ich habe gar nicht so viel, das ist mit der Kamera irgendwie so, die gibt es so extrem rüber. Ich habe mich, wie gesagt, im Spiegel gucke ich mich ja nun auch an. Ich will ja nicht so wie so ein Clown hier rumlaufen. Es ist nur durch die Kamera, ich weiß nicht warum. Also wenn ich jetzt in den Spiegel gucke, es ist nicht so doll, glänzt nicht so doll. Nun gut, ihr Hübschen, also ich bin fertig angezogen. Diesmal mit diesem Kleid habe ich das erste Mal jetzt angezogen. Und habe versucht, jetzt Ash zu wecken, weil er kommt jetzt mit. Wir fahren jetzt zu meiner Mama zum Frühstück. Ich würde gerne vorher halt ein paar Brötchen mitnehmen, ein paar Blümchen. Und ich glaube, auf dem Rückweg oder so, wenn ich es schaffe, möchte ich gerne so eine Himbeerpflanze nochmal mitnehmen von meinem Gärtner. Und, oder wir halten irgendwie noch, keine Ahnung, ich hatte überlegt, auch schon mal zu Wohlers nochmal zu fahren, gucken, was die da so Nettes haben. Aber bis dahin, wie gesagt, mein Schnucki macht sich gerade fertig. Er kommt nicht mit, er hat ein bisschen was hier zu arbeiten, hat ein Video zu schneiden. Und draußen scheint die Sonne, aber zwischendurch sind die Wolken doch ganz schön da. Ich weiß ja nicht, irgendwie hatten wir heute überlegt, wieder mal zum Strand zu fahren und am Strand vielleicht sogar zu grillen oder so, aber mal gucken, wie das sich so entwickelt. Und jedenfalls ja, mache ich mich soweit fertig. Die Wäsche will ich nochmal einladen gleich und dann kann ich mit Ash auch schon los. Übrigens immer vielen Dank für die ganzen Kommentare. Also alles, was ihr da so schreibt, ist immer so teilweise sehr, sehr amüsant und einige schreiben sich auch untereinander die Zuschauer, das ist auch immer sehr lustig. Ja, na gut, ihr Lieben. Also, wir machen uns hier soweit jetzt hier fertig und dann geht's los. Ich habe Ash gerade geweckt und ist relativ schnell hochgekommen. Ne? Normalerweise ist er recht müde immer und braucht Ewigkeiten. Aber ich habe gesagt, du hast mir gestern gesagt, er konnte gestern auch schon wieder. Ich glaube, um 11 oder so ist er eingeschlafen. Und dann habe ich gesagt, aber heute stehst du auf, also wenn ich dich wecke. Ne? Naja, aber er hat jetzt Zähne geputzt, die Haare, glaube ich, gemacht. Jetzt fahre ich, glaube ich, das Auto schon mal raus, habe ich gesagt. Und dann ist es jetzt 8.33 Uhr und immer zum Bäcker. Dann wollte ich ein paar Blümchen holen. Ich habe überlegt, ob ich die in Bordesheim hole bei diesem coolen Blumenladen, da ist nämlich in der Nähe von der Kirche halt, ne? So ein ganz schöner, wirklich wunderschöner Blumenladen. Und auch gar nicht so teuer. Ob ich da ein paar Blümchen hole. Achso, ich wollte nochmal kurz zum Friedhof gucken, wie das Grab von meiner Oma jetzt aussieht, mit diesen ganzen Kränzen und so. Und wollte es gerne meine Schwester einmal schicken, ein Foto machen. Und genau, wenn ich schon da bin, wie gesagt, wollte ich gerne das nochmal machen. Und ja, ich würde sagen, ich fahre jetzt mal das Auto aus dem Kaputt raus. Hoffentlich heil. Gestern habe ich mit dem Spiegel ganz leicht den Balken hier berührt. Das ist eng. Das ist wirklich eng. Aber nun gut, das geht eigentlich. Wenn ich die Spiegel zugeklappt hätte, dann wäre nichts passiert. Aber na gut, also ich fahre jetzt einmal schnell raus. Und schon ist mein Kind da. Oh, guten Morgen. Ich versuche gerade das Handy anzuschließen. Das ist nämlich leer. Wollen wir nochmal laden jetzt, ne? Auf dem Weg. Also freust du dich aufs Frühstück bei Oma? Ja. Ja, ich mich auch. Na gut, wir holen jetzt einmal schnell Brötchen. Endlich bei meiner Mama angekommen, Leute. Ihr glaubt das gar nicht. Erstmal mussten wir eine Umleitung fahren, das ist deshalb 10. Dann wollte ich Blümchen für sie holen. Der Laden hat Betriebsferien, hat also zu. Ich war aber auf dem Friedhof und die Blümchen, also Freitag war ja die Beerdigung, heute ist Dienstag und die Blümchen sind schon fast hin. Also unser sah ganz gut aus, das Gesteck, aber der Rest ist so, ja, wahrscheinlich durch den Regen wahrscheinlich auch, ne? So, sind wir bereit, dass wir zu Oma reingehen können? Ja? Mhm. Okay, also wir haben schon voll Hunger. So, es gibt hier Frühstück, ihr Lieben. Schaut mal, meine Mutter hat hier ganz, ganz viel draufgestellt. Wir haben hier ein paar Früchte, wir haben Käse, Brötchen haben wir mitgebracht und den Käse. Schmeckt's? Mhm. Ja, und was haben wir noch? Croissant. Also, guten Appetit. Mhm.
kurz vor eins. Ich melde mich jetzt von zu Hause. Wir sind zurück. Die Kinder sind noch mal ganz kurz zu KFC. Die wollten da ein paar vegetarische oder vegane Sachen probieren, vegetarische. Und die fahren jetzt los. Wir sind zurück, ne? Guck mal, Leo ist hier. Der sieht voll süß aus, wenn er so, wenn die Haare geschnitten wurden, ne? Oder das Fell. Stimmt's, Leo? Stimmt's, Leo? Das sieht jetzt noch kleiner aus, als ob er noch kleiner ist, ne? Ja. So, findest du nicht? Ja, viel. Ich bin gerade dabei, so ein bisschen was fürs Grillen vorzubereiten. Wir würden gerne heute, wenn es irgendwie das Wetter zulässt, abends am Strand grillen. Also es wird heute Abend eigentlich besser mit dem Wetter, also sonnig und vielleicht ein bisschen wärmer als jetzt. Und ich bin gerade so am Vorbereiten. Ich habe schon mal zwei Baguettes reingeschoben, Kräuterbaguettes in den Backofen. Dann möchte ich gerne gleich Kartoffeln kochen. Dann habe ich noch welche Kartoffeln, aus denen ich jetzt Kartoffelsalat machen möchte. Und zwar mit Ei, Kartoffeln, Zwiebeln und Schnittlauch. Und vielleicht sogar noch ein bisschen saure Gurke dazu. Schmeckt eigentlich auch immer ganz gut. Und genau, und Mayo. Eigentlich ist es so simpel, eigentlich. Vielleicht noch ein paar Gewürze. Das mache ich jetzt mal. Ich habe jetzt diese ganzen Lebensmittel klein geschnitten. Kartoffeln, Zwiebeln und Eier. Dazu habe ich jetzt einfach Kräutergewürze genommen von Ankerkraut für Salat und Schnittlauch. Das wird dann alles gleich vermischt und dann kommt noch einmal dazu Mayo. Ich überlege, polnische Mayo zu nehmen. Ich zeige euch mal ganz kurz, was ich hier habe. Und zwar ist diese hier mit etwas Knoblauch. Ich glaube, das schmeckt auch ganz gut, oder? Oder ist nachher kein Kartoffelsalat mehr? Aber es riecht so gut. Deswegen, wie gesagt, ich gebe einfach was dazu. Der Salat ist schon mal fertig und geht jetzt einfach mal in den Kühlschrank, bis wir dann losfahren. Wisst ihr was? Ich koche noch mal ein paar Kartoffeln nach. Also ich glaube, die Kartoffeln gehen immer. Das ist mir zu wenig. Ich habe jetzt davon, die anderen Kartoffeln waren schlecht. Ich habe jetzt davon welche für den Kartoffelsalat genommen. Also, das ist mir zu wenig, weil wir alle gerne Kartoffeln essen. Und hier koche ich welche nach, die wir gestern beim Bauern geholt haben. Und unter anderem mische ich zwischendurch mal Knobi an. Und zwar habe ich diesmal Schmand, Frischkäse und Quark mit Dill, Trockenknoblauch, frischen Knoblauch und Schnittlauch und ein bisschen Gewürz wieder. Genau, dann haben wir hier schon mal Knobi fertig gleich. Und mein Schnucki ist gerade Hunger. Er hat heute Morgen, Ja, probier mal. hast du das höchstens, hast du bei dir gezeigt, die Brötchen? Er hat ganz tolle Brötchen da gebacken heute, Das sind Lokalbrötchen. gefrorene Kirschen ohne Kerne. Das ist Lecker. wie Eiskonfekt. Ja, stimmt. Guck mal, wie die aussehen. Ich habe schon deinen Insta-Eintrag gesehen. Sahen richtig mega aus. Und er hat sogar das Rezept gepostet, habe ich auch gesehen. Schmecken voll gut. Also für Lokalbrötchen. Also heute ist der 5. Könnt ihr bei Adam, wie heißt du da auf Instagram nochmal? Adi. Oder? Genauso wie bei YouTube. Adi Online? Nein, Adi. Du änderst deinen Namen ständig. Ich zeige euch mal ganz kurz deinen Insta-Account. Warte mal. Ja, guck mal, der heißt Adi Habibi. Er sagt gerade, du weißt nicht, wie mein Kanal. Also Adi Habibi hat diesen Eintrag mitsamt Rezept. Guckt mal. Sogar mit Rezept. Schaut gerne mal da mal vorbei. Also die schmecken wirklich sehr gut. Ich habe mir gedacht, ich mache keinen Salat jetzt mehr, sondern einfach nehme ich Rohkost mit. Also Karotten, Paprika und Gurken. Und in diese Schale kommt gleich Kohlrabi rein. Die schmeckt eigentlich auch immer ganz gut. Genau, Knobi ist hier. Kartoffeln kochen. Ich habe schon mal hier das Geschirr eingepackt. Ich will einmal kurz zu Leon, ne? Obwohl, nein, war doch nicht. Doch, nee. Lohnt sich gar nicht so richtig, ne? Nee. Na gut, also ich räume hier so ein bisschen auf und schnippel noch einmal ganz kurz die Kohlrabi. Baguettes sind auch schon gleich fertig. Eigentlich kann ich auch schon ausmachen, dann sind die nicht so hart. Und genau, Brötchen von heute Morgen können wir auch mitnehmen. Die schmecken auch ganz gut. Ich bin Knobi. Und die Lokalbrötchen muss ich auch noch einpacken. Genau. Die sind noch über mit Körnern. Guck mal. Die sind so lecker. Da, den Croissant können wir nur zu Hause lassen dann. Die Großen sind zu Besuch. Leo ist müde, ne? Du? Hat sie wieder hingelegt. Die waren vorhin bei KFC und Chrissy hat ein Video gedreht über Sachen, die du noch nicht gegessen hast oder so, ne? Irgendwie neue Sachen, genau, probiert sie. Mittlerweile hat KFC sogar Veggie-Sachen und die Pizza. Nehmen wir alles mit, habe ich gesagt. Die sollen sehr, sehr lecker sein, hier diese Sticks. Oh ja, alles andere. Wir warten einfach nur noch so ein bisschen auf die Kartoffeln und dann können wir auch schon bald los. Alles andere, ich habe jetzt zwei Flaschen Wasser, reichen, ne, für uns. Oder nehmen wir noch was anderes mit? Haben wir noch was anderes außer Wasser? Ach so, ja, cool. Vielleicht nehmen wir davon auch einen, können wir mischen. Ja. Becher habe ich mit Also Besteck. hast du? Ja, Besteck. Hier, guck mal, alles Plastik. Ja.
Ist okay, Ron, ich müssen ja, nicht schleppen. Alles von Ikea. ja, Ketchup und so weiter. Ja, fertig. Kurz nach drei. Ich habe die Sachen schon mal alle auf den Tresen gelegt, die ich in die Tasche packe. Guck mal, was da kommt. Leute, ich habe die Wäsche auch abgenommen. Guck mal, was da kommt. Ui, ja. Keine Ahnung, ob danach dann nur noch Sonne scheinen wird. Eigentlich sind wir schon alle fertig gleich zum Abflug. Kurz vor vier. Die Sonne kommt raus, tatsächlich. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einmal ins Auto langsam, weil ich habe alles zusammengepackt, alle Sachen. Für mich auch Pulli mitgenommen, aber auch nur kurze Hose, falls mir das im Kleid irgendwie zu warm wird. Eigentlich soll die Sonne nachher nur noch scheinen. Also es hat überhaupt nicht geregnet, es hat nur ganz kurz genieselt, dann war es das schon wieder. Und jetzt scheint wieder die Sonne. Also ich würde sagen, wir starten jetzt mal zum Strand. Hatten überlegt, nach Heidkarte zu fahren, da ist es richtig schön. Es ist kein Winter. Oh. Wenn wir uns so. Merkst du, gerade haben wir Dings mit, Sonnencreme haben wir. Ja. Ich habe alles mit Handtücher. Wir wollen baden. Na, Leon, du guckst, wo du hier durchkommst. Du Armer. Irgendwie. Guck mal, armes Ding, du. Also, wir sind voll bepackt, fertig. Hier, ne? Und ja, ein bisschen mehr. Das ist krass, das ist wirklich sehr, sehr stürmisch. Die Sonne ist irgendwie weg, so leicht. Aber es ist trotzdem hier wirklich ganz schön. Mein Schnucki versucht da gerade, das waren übrigens wir nicht. Das lag da schon. Und Leo freut sich auch. Mein Schnucki versucht gleich den Grill anzumachen. So, dass sie da was wünscht ist. So, Leute, nach dem Grillen, wir essen jetzt. Alle sitzen hier so ein bisschen im Zelt versammelt. Zum Glück haben wir das Zelt mit dank meinem Schnucki. Ansonsten normalerweise hätten wir ja auch einen richtig schönen Windschutz mitnehmen können. Mhm. Also hier ist heute ein bisschen stürmisch, aber das Essen schmeckt, oder Kinder? Ja, schmeckt alles bestens. So ist es schmeckt bei dir. Wahrscheinlich gerade, weil es so stürmisch ist. Ja, wahrscheinlich, weil zu viel Sand hier drin ist. Draußen schmeckt alles viel besser. Mhm. Also der Salat ist auch super lecker. Also wir essen erstmal. Ihr Lieben, ich bin gerade hier im Zelt, ne? Oh, wir waren gerade im Wasser baden. Ich bin aber als erstes raus. Max hat ein Video gedreht, weil es letztes im Meer bleibt. Puh, unter Wasser war das angenehm, nicht so kalt wie draußen jetzt. Ne? Ich sitze hier gerade, habe mein Kleid schon mal angezogen, sitze aber noch im Handtuch, weil es echt alles frisch ist, ne? Und die Kinder sind noch im Wasser, guck mal, die sind da drüben. Chrissy hat schon alles eingesammelt hier, die ganzen Sachen. Mein Schnucki entsorgt gerade gleich den Grill. Also er sammelt ihn ein, ne? Und dann ist er gleich eher den Mülleimer auf dem Parkplatz, schmeißt ihn dann weg. Und so schön, guck mal, die Sonne war gerade die ganze Zeit eigentlich draußen. Das war ganz angenehm eigentlich, ne? Also unter Wasser ist es schön. Ich weiß gar nicht, die Kinder wollen auch nicht rausschützen. Immer, ne? Und dann gehst du auch nach Hause. Mittlerweile, glaube ich, haben wir schon irgendwie halb acht oder so. Ich hoffe, dass ich hier nicht verschmiert bin. Ich sehe aus. Na gut, ihr Hübschen. Wir düsen dann gleich nach Hause. Oh, ich habe gerade mein Handy vermisst, ist aber jetzt im Zelt. Also wir sind hier soweit fertig. Er sitzt hier noch ein bisschen im Sand. Die Sonne geht nämlich schon wieder zurück. Beziehungsweise weg. Und wir wollen aber kurz schon mal was ins Auto bringen. Schaut mal, wie hübsch das hier aussieht. Voll schön. Wollen wir ins Auto? Ja. Okay. Es ist schon kurz nach 8, die Lieben. Wir sind gerade nach Hause angekommen. Ich habe schon die Waschmaschine voll gemacht. Die muss ich gleich nochmal anschmeißen. Und ja, das war ein echt schöner Tag. Wir sind zwar, waren nur 4 Stunden da, aber das reicht ja. War ein bisschen windig, zum Glück war die Sonne die ganze Zeit da. Die Kinder haben im Zelt gegessen, wir haben hier halt, wie gesagt, gegrillt, habt ihr gesehen. Habt ihr das gesehen? Nee, bei TipTap könnt ihr das nochmal sehen. Und jetzt ist hier Feierabend, das war wirklich total schön. War keiner am Strand, ne? Wir waren Heidkarte und das ist da richtig nett immer. War auch ein Hundestrand, aber wie gesagt, waren kaum Leute. Und hatten uns echt, ja, abenteuerlich vergnügt, weil das war halt, wie gesagt, ein bisschen windig. Und war aber trotzdem ganz nett.
Das Essen war sehr lecker. Der Salat hat super lecker geschmeckt. Also ich habe da auch keine Gurken mehr reingeschnitten, ne? Habt ihr gesehen. Ich habe also nur die Zwiebel, Ei, Mayo und halt Kartoffeln, ein bisschen Gewürze, Schnittlauch und polnische Mayo. Polnische Mayo mit Knoblauch. Ja, ihr Lieben, ansonsten ist hier jetzt Feierabend. Mein Schnucki packt gerade das Zelt wieder ordentlich zusammen. Ich mache ein bisschen Haushalt gleich, beziehungsweise die Wäsche. Räume nochmal alles auf, was wir jetzt da reingeschleppt haben. Im Flur ist nämlich alles voll noch. Und ja, ich würde sagen, das war's dann jetzt an dieser Stelle. Ich hoffe, dass es euch alles gefallen hat. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Video. Und bis dahin, passt auf euch auf. Bis dann. Tschüss.